Hallo, ich. Katerium? Was ein Zufall, dass du hier am Flughafen arbeitest. Hi. Ja, ganz komisch, ganz komisch. Was wünschst du denn? Ich will mal gern zu einem neuen SMP was Neues sehen und so. Oh, zu einem neuen SMP, okay. Wir hätten im Angebot Craft Attack, Hermitcraft. Nee. Ich möchte bitte was Ranziges sehen. Oh, okay. Dann empfehle ich natürlich das Fan-SMP. Zu bieten hat es, lass mich kurz nachschauen, heruntergekommene Welten, unmotivierte Mitglieder und schlechte Zufriedenheitsquoten. Das klingt perfekt, das nehme ich. Und bist du auch schon aufgeregt, ein neues Abenteuer zu erleben? Also ich glaube, das wird super. Solange wir keine Nachbarn werden, ist alles gut. Wann sind wir endlich da? Oh, können wir bei Fan Fried Chicken halten? Wir sind in einem Flugzeug. Wir können nicht einfach beim Imbiss halten. Yes. Achtung, Fluggäste. In Kürze werden wir in der Welt von Fancraft landen. Bitte bringen Sie sich bis dahin nicht gegenseitig um. Wir müssen noch Mike aus dem Tiefkühlfach holen. Ah, jetzt kann's losgehen. Ich will in der Wüste bauen. Aber du bist ein Schneemann. Dann benutze ich halt Sonnencreme. Und damit herzlich willkommen zu Fancraft 2. Wer sich fragt, wo Fancraft 1 war, Gott, jemand aufgenommen. Ich war auch dabei, aber ich habe nichts aufgenommen. Egal, jetzt legen wir von neu los. Dies ist ein neues Minecraft-SMP mit vielen tollen Leuten, auch ganz viele, die aufnehmen. Wir haben auch noch ein paar Data-Packs und Mods und ich bin geheilt einfach nur, Folgendes, ich hatte sehr viele technische Probleme. Ich habe jetzt lange rumgedockt, damit hier alles flüssig läuft. Wir haben schon einen kleinen Anfang. Wir haben Bäume und eine Steinspitzhacke. Mehr haben wir nicht. Und eventuell seht ihr schon, oh, ich habe Kupfer. Und ja, wir spielen in der 1.17 in der neuen Minecraft-Version. Das könnte sehr interessant werden, was wir hier so alles Neues erleben werden. Ich habe mir für meinen Wohnort eine Pilzinsel ausgesucht, weil ich habe noch nie auf einer Pilzinsel gewohnt. Und guck mal, wie schön das Gras auch aussieht. Und ich glaube, wenn man das hier schön terraformt, wird das hier ein toller Lebensort. Wie gesagt, ich habe hier ein paar Bäume angepflanzt, weil hier gibt es natürlich kein normales Holz eigentlich. Und sonst, wie ihr seht, habe ich eigentlich nichts. Noch nicht mal Essen. Deswegen fahren wir mal kurz zum Nachbarn rüber und klauen uns ein bisschen bei Seahorse. Ich habe diese Pilzinsel hier und Seahorse hat direkt hier noch eine Ohren. Der hat auch schon angefangen, hier mit grünen Sachen was zu machen. Wir haben hier ein paar Data Packs drauf, nichts Besonderes, so Multiplayer-Steep. Aber ihr seht schon, wenn ich rede, unten links in der Ecke ist ein kleines Zeichen. Wir haben nämlich eine Proximity-Mod hier drauf, bedeutet, wenn wir uns in Minecraft sehen, dann können wir auch miteinander reden. Und das testen wir gleich mal aus, wenn wir Seahorse finden hier irgendwo. Der hat einfach schon Wildschirmbreeder. Eine Eisenfarm meine ich. Und ich habe auch schon Wildschirmbreeder. Und ach, ich habe eine Steinspitzhacke. Bin auch nice. Ich weiß nicht, ob das so legal ist hier. Also, ich gehe aber mal schnell weiter. Seahorse! Hi! Ich baue hier gerade eine Mobfarm. An meiner Mobfarm. Oh, ich bin wegen zwei Sachen eigentlich zu dir gekommen. Erstens, ich wollte den Leuten zeigen, hier Proximity. Wir können uns jetzt unterhalten, dynamisch und alles. Oh, ja. Ja, ne? Ja. Zweite Sache, ich wollte mir einfach bei dir Essen schnorren, weil ich nichts habe. Ja. Geh mal rauf. Hier habe ich nicht ein wunderschönes Gehege für die. Das sieht nicht legal aus. Ach, hier, ich gebe dir, was ich im Inventar habe, den Rest schmeiße ich in den Ofen. Oha. Ja, okay, das reicht mir schon, das reicht mir schon. Ja, ja. Also ja, dankeschön. Ich finde es auch sehr schön, wie du schon voll dir bist und ich habe eine Holzhau. Also ich kann dir als Gegentausch Kupfer geben, bitteschön. No, das ist mein halbes Reichtum ist das. Man sieht sich wieder, wenn ich dich weiter ausbeute. Ja. Tschüss. Hui. Okay, tschüss. Jedenfalls Proximity Mod, was sehr, sehr schönes.
Die erste Folge Fancraft. Was macht man so in der ersten Folge von SMP? Naja, man holt die Basic-Ressourcen einfach ran, also Holz, Stein, alles was man so braucht. Und ich möchte euch natürlich auch ein bisschen entertainen und... Erste Folge eignet sich nicht so sehr für Entertainment. Ganz ehrlich, niemand will sehen, wie ich 10 Stunden Stein farme und ich habe eine sehr schöne Schlucht auf meiner Insel hier. Egal, worauf ich hinaus wollte. Ich werde jetzt einen kleinen Cut machen, beziehungsweise für mich ist es ein langer Cut, weil ich werde jetzt erstmal einen Tag damit verbringen, Holz ranzuholen, Stein ranzuholen, die Ressourcen ranzuholen, damit wir wenigstens schon mal ein bisschen gutes Equipment haben hier. Weil ganz ehrlich, das wollt ihr doch nicht sehen. Und ja, dann sehen wir uns nach einem Cut wieder. Yay. Okay, hi, ich bin voll dir. Yay, ich habe Dias. Wow. Zusätzlich habe ich noch das hier alles rangeholt. Hier ein bisschen Kohle, noch ein paar andere Dias und Kopfer. Oh, das neue Erz. Was kann man eigentlich damit nochmal machen? Ich glaube, man kann Ferngläser machen. Man kann nicht nur Fernglas machen, man kann Lightning Rods machen. Wenn hier irgendwann ein Gewitter ist, wird der Blitz hier einschlagen. Okay, ich warte nicht darauf jetzt. Nein, darauf warte ich jetzt nicht. Nein, okay, nein. Okay, wir haben Erze, wir haben auch ein bisschen Holz hier. Dann würde ich sagen, es ist doch mal Zeit für ein Starterhäuschen, oder? Für das Starterhaus hätte ich auch so schon eine Idee. Ich glaube, wir fahren nochmal kurz zu Seahorse rüber, unserem tollen Nachbarn, und nun schnauen uns noch ein paar Items. Hi, Seahorse! Mann, habe ich mich erschrocken. Was hast du gerade mit Inventar für Blöcke? Hast du im Inventar irgendwelche Blöcke, die du nicht mehr brauchst? Oh. Diorite? Oh, okay. Hier und hier. Okay, gut. Ah, komm, Granit und ein Obsidian kannst du auch noch haben. Okay. Auch. Okay. Ich habe gerade nicht viel im Inventar. Also, ich habe Redstone-Zeug im Inventar, aber. Ja, Blöcke. Danke, Sios. Mit diesen Items brauche ich jetzt meine Starterbase. Tschüss. Okay, viel Spaß mit dem Diorit. Shut up. Oh nein. Okay, diese Items haben wir jetzt schon mal für unsere Starterbase. Die sehen nicht so wirklich vielversprechend aus, irgendwie. Ah, wir brauchen noch mehr. Okay, wen könnte ich jetzt noch belästigen? Ich glaube, ich gehe mal zu Lelo. Ich weiß gar nicht, wo Lelo ist. Ich glaube, Lelo wohnt auch ein bisschen weiter weg. Das könnte jetzt sein, dass ich jetzt erstmal ganz schön lange dahin fahren muss. Okay, er ist bei 3000. Mhm. Ja, nee, da fahren wir nicht hin. Wir sind gerade bei 00. Oder fahren wir da jetzt hin? Ja, komm, wir fahren da jetzt hin. Ist das jetzt dein Nö, wir fahren trotzdem dahin. Wir warten einfach da auf Lelo. Ist das hier Mikes Wüste? Ich glaube, hier wohnt Mike. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Ich freue mich schon so sehr, wenn wir Lytren haben. Oder ist das da Mikes Wüste? Oder ist das Vivians Wüste? Oder ist das von Julia die Wüste? Warum wohnen so viele Leute diesmal in Wüsten? Was ist denn da? Ja, hier wohnt jemand, ja. Wer hat das hier gebaut? Es könnte vielleicht Julia gewesen sein. Oder wer ganz anders, den ich gerade gar nicht auf dem Schirm habe. Ich habe keine Ahnung, ich fahre einfach mal weiter. Er ist wieder gejoint. Oh mein Gott, das ist unsere Chance. Aber zuerst muss ich hier einen schönen Dschungeltempel looten, den ich hier gefunden habe. Oh, also das hat Vorrang. Schwierige Kombination. Okay. Oh, was? Oh, habe ich das ja wohl falsch benutzt, die Technik. Okay, was haben wir hier? Nichts Besonderes, aber Sticky Pistons, yes. Ein Efficiency 4 Buch. Ui, also das ist das gut. Nehme ich sehr, sehr gerne mit. Hör auf, mich abzuschießen. Ich klaue dir deine Pfeile. Nimm jedes Redstone-Ding mit. Okay, Lelo. Wirst du exakt eigentlich hier irgendwo sein? Warte mal. Ist der fast bei meiner Base? Er war nur einfach hier irgendwo mein und traveln und er ist jetzt zu seiner Base und ich bin einfach hinter. Ja, ne, dann, fahren wir mal wieder 1000 Blöcke in die andere Richtung, ne? Ich glaube, ich sehe Lelo. Oh mein Gott. Ich habe ihn vorhin kurz gesehen. Er ist wieder geliefert. Ich habe ihn kurz gesehen. Er hat sich da oben auf dem Berg ausgelockt. Er ist hier. Er muss hier in der Nähe sein. Da oben ist er. Ich sehe ihn. Da läuft er. Lelo. Yes. Ja, ich sehe ihn. Lelo. Wo ist er hin? Er ist wieder weg, really. Mann, kann er nicht mal stehen bleiben. Jetzt ist er schon wieder weg. was ist denn... Kann ich nicht meine Schnitzeljagd in Ruhe vollenden? Lelo ist jetzt schon wieder weg.
Really? Dummes Skelett. Und so habe ich meine Jagd nach Lelo beendet. Naja, dann auf nach Hause. Lol. Aua. Aua. Okay, dann müssen wir wohl ein Starterhaus mit Sivos-Blöcken bauen. Ach, warte, das waren denn gar nicht so viele. Das habe ich schon ganz vergessen. Ich hab irgendwie gedacht, wir hätten mehr Blöcke von Sivos bekommen, aber das war nicht der Fall. Ich mache es einfach so, ich integriere das Haus dann so ein bisschen in diesen kleinen Hügel hier rein, weil, ja, sonst reichen die Ressourcen auf jeden Fall nicht aus. Ihr wisst es ja, ich liebe es eigentlich, Minecraft zu bauen und, dann kommt sowas und demotiviert mich komplett, wenn ich das hier sehe. Ja, dann ist das hier wohl unser Starterhaus. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe, wo kommst du denn her? Naja, von da drüben. Oh, das macht Sinn. Boah, ja, ne? Das war gerade so traurig. Ich habe Lelo ganze Zeit, ich wollte zu Lelo, ich habe eine Stunde gebraucht, um zu Lelo zu kommen. Dann ist er gestorben, dann war er weg. Oh. Ich habe dir nochmal ein paar Baublöcke mitgebracht. Oh, das ist, ich habe eigentlich nett. Genug Cobblestone, schön. Da hatte ich halt keinen. Willst du mal mein Haus sehen, was ich mit den Blöcken gebaut habe, die du mir schon gegeben hast? Guck dir mal das an. Oh, wunderschön. Ja, ne? Das ist meine Starter. Diorit und Obsidian. Naja, immerhin hast du ein Haus. Ich habe kein Dach über dem Kopf. Ja, siehst du? Ich habe mehr als du, ne? Ja, das... Mir fehlt ein Bett. Denkst du, ich hätte Wolle? Brauchst du Wolle? Nee, ich glaube, ich habe Wolle. Oh, du hast einen Blitzableiter gemacht. Ja, natürlich. Ich muss ja meinen Kupfer irgendwie sinnvoll benutzen. Ja. Ja. Hättest ein Fernrohr machen können. Brauchen wir nicht dafür diese Kristalle, ja. Ja, die habe ich. Aber da vorne in die Richtung ist eine Geode am Meeresboden. Ja, ich habe da beim Spawn auch schon eine gesehen. Das, die entdeckt man auf dem Meeresboden ganz gut, wenn die da rein generiert. Sios, ist es nicht romantisch? Der Sonnenuntergang unter deiner Insel da. Und wir genießen ihn zu zweit. Ich gehe wieder. Okay, tschüss, hau ab. Ne, ich will dich nicht mehr. Tschüss. Ciao. Ja, da geht er weg. In den Sonnenuntergang. Oh ja, er hat kein Boot mehr. Warum hat er kein Boot mehr? Hä? Okay. Hi. Da sind Phantome böse. Ich wollte eigentlich gerade cool zeigen, dass ich jetzt Full Netherworld bin für die Aufnahme, aber dann haben mich Phantome angegriffen. Ja. Ich bin Full Netherworld. Die Phantome können mir gar nichts anhaben. Hast du ja doch im Bett. Ja, hab ich mir gerade gemacht. Hab ich mir gerade frisch gemacht. Okay. Oh, verbrennt ihr jetzt, ihr Arme? Ach, wie schade. Oh, no. Okay, das war ein kleiner komischer Übergang. Was ich eigentlich nur sagen wollte. Yay, ich bin Full Netherite. Ich habe gefarmt, ich habe Netherite gefarmt. Ich habe zu viel Zeit gehabt. Hier ist auch schon Mending drauf, aber sonst noch nichts. Ich mache einfach den Pro-Tipp. Ich warte einfach, bis Seahorse einen schönen Villager Trading Hall fertig hat. Und dann kaufe ich mir das schön alles ein. Weil ich meine, ich könnte zwar selber einen machen, aber Seahorse ist da eh schon gerade da dran, da hinten. Und dann warte ich einfach, bis er hat. Yay. Okay, ich bin mal kurz zu Corterium Space gelaufen. Hier wohl Corterium. Er hat sich einfach in einem Village hier niedergelassen und hier auch schon irgendwie Villager wieder gebaut. Jedenfalls, wir müssen uns natürlich irgendwie erkenntlich machen, dass wir hier waren. Und ich hatte da an etwas Kleines gedacht, was hiermit zu tun hat. Wir könnten ja ganz einfach dort... Wow, ein Dan-Schild. Ja, das ist, stylisch. Das Schöne ist, es ist nicht sehr auffällig. Bedeutet, ihr werdet es wahrscheinlich gleich erst bemerken, aber irgendwann wird er auf den Trichter kommen, dass da ein Dan-Schild steht und dann, dann reißt er es ab. Ja. Hi. Also ich habe gesehen, du baust hier eine coole, Standstadt, eine Wüstenstadt. Ja. Oh ja. Also das ist erstmal hier mein kleines Starterhäuschen. Ist noch nicht eingerichtet. Cooles Dach. Ja. Ja, ich weiß, das ist noch im Bau, da wollte ich auch noch eventuell einen kleinen Stall hinbauen. Hier ist noch ein kleiner Brunnen, der wird aber auch noch weitergemacht, der ist auch noch nicht ganz fertig. Eigentlich warte ich gerade hier nur auf Quartier, damit der mir mal meinen Axolotl gibt, weil ich habe noch keinen Axolotl gesehen. Ich will einen Axolotl sehen, ja. Hier. Meine Haustiere. Oh, ich hab 3 Stück sogar. Ich habe einen braunen, hellblau und gelb. Oh mein Gott, sind die süß. Oh mein Gott. Süß, oder? Oh mein Gott. Ich will auch so einen, ja. Hi. Corterium, wo bist du? Wo bist du? Hi, ich komme den Berg hoch, hinter euch. Hinter euch. Da, hi! Ja, Kaui! Hi! Dan. Willst du es haben? Ja! Ich will es haben! Meins! Yes! Nein! Ja! Mein Gott, ich habe ein hellblaues, ein gelbes und ein braunes. Ich habe auch ein gelbes. Die blauen sehen so süß aus. Wollte ich auch zu Vivian gehen, aber die hat noch nichts gebaut. Ey, Vivian hat voll viele Tiere.
Ja, wollte ja, ich die angucken? Ja, habe ich auch schon gesehen, als ich vorbeigefahren bin. Die hat einfach sich jedes Tier, was nicht niedernagelfest war, die sich als Haustier mitgenommen. Oha, ja, diese Tiere hier. Das ist sogar eine Ziege. Oh mein Gott, sie hat eine Ziege. Oh mein Lol. Sie hat sich wirklich alles mitgenommen. Sie warte, hat eine Ziege. Yes. Yes, yes. Ziegen-Advancement. Ist ja schon irgendwie eine interessante Ziege, ne? Also, wenn die verschwinden würde. Oh mein Gott. Dann wäre das ja traurig, oder? Bye bye, ja. Dann. Tschüss. Ich nehme die jetzt mit. Wirklich? Fährst du die jetzt zu dir? Ihr sagt nichts. Ihr sagt nichts. Ich war niemals hier. Wir haben nichts gesehen. Perfekt. Tschüss. Okay, ich habe vielleicht gerade eine Ziege geklaut. Ich bin ein bisschen gemein, ich weiß. Wenn sie die Ziege wieder haben will, soll sie was sagen. Oder ich behalte sie einfach auch gut. Oh nein, ich werde verfolgt von Corteo. Hilfe. Ich warte mal kurz auf den. Wo willst du mit der Ziege hin? Ich fahre nach Hause. Das ist die falsche Richtung, du Genie. Shit, tschüss. Ich dachte schon, du willst sie zu Julia bringen und dann ihr die Schuld in die Schuhe schieben. Nee, eigentlich nicht. Oh mein Gott. Ich habe mich gerade so richtig gewundert einfach. Ja, spätestens ein paar tausend Blöcken hätte ich es gemerkt, dass ich falsch bin. Die Ziege heißt jetzt übrigens Herbert. Herbert? Haben Julia und ich beschlossen, das ist Herbert. Das Herbert ist Herbert. Ziege. Okay, ich habe einen Nametag, ich kann sie gleich umbenennen. Oh mein Gott, nice. Fahrt nicht weg. Was denn, Julia? Also hinten ist sie. Im Hintergrund, sie kommt auch. Ach, warte. Ich wollte mit zu Dan, das war gemein. Weißt du, was Dan gemacht hat? Er wollte die Ziege nicht zu dir bringen, er wollte sie zu sich bringen und ist in die falsche Richtung gefahren. Und ich habe mich nach Hause teleportiert, um zu gucken, ob Daniel dahin fährt. Die Ziege ist zu Hause. Ja, also ich habe gehört, die Ziege heißt Herbert, Julia. Ja, genau. Ja, Herbert. Wir können die gleich umbenennen. Und wenn die dich dann zurückholen will, dann sagst du, nee, ist meiner, die heißt Herbert. Ja, das ist eine andere Ziege, also bitte. Das muss eine andere gewesen sein, das kann die nicht gewesen sein. Herbert, willkommen Herbert. Ja, Herbert. Voll süß. Ich tue Herbert in mein Stadthaus, dann wird's ein schönes Leben haben. Du meinst, es wird in der Diorite-Hölle versauern. Exakt. Oder die Ziege ist hier. Nein. Exakt. Herbert hat jetzt ein Haus zu Hause. Was für eine tolle und erfolgreiche erste Folge, findet ihr nicht auch? Ich freue mich einfach auf dieses Projekt. Ich meine, wir haben heute schon so viele schöne Sachen erreicht. Und in der nächsten Folge werden wir vielleicht mal etwas Besseres bauen als das hier. Aber wie gesagt, die erste Folge ist ja immer, als du da Ressourcen ranzuholen und alles. Aber ich will erstmal meine Axolotl rausbringen. Oh ja. Oh, das ist so süß. Ist gar nicht aufgefallen, dass hier so ein großer See ist. Der ist schön. Die kommen schon auch noch schön terraformen und so alles hier. Da machen wir noch was mit. Das gefällt mir. Guck mal, wie er sich freut hier. Oh. Er ist nicht mehr in diesem kleinen Eimer eingesperrt. Jedenfalls, das war's mit der ersten Folge von FanCraft 2. Guck auch lieben gern bei den anderen vorbei. Ich glaube, ich habe alle unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wahrscheinlich habe ich irgendwen vergessen. Dann würde ich sagen, schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt FanCraft Action, wo wir dumme Sachen machen. Yay, bye! Ach ja, abonnieren und so wäre auch noch nice. Okay, ciao.